Tschüss Nordkap, es war schön mit dir. Und ein herzliches Hallo an euch, die ihr uns wieder eingeschaltet habt. Wir hatten ja gestern Abend am Nordkap noch wunderschönes Wetter. Doch wie ihr seht, ist das heute anders. Aber zumindest der Nebel hat sich wieder gehoben. Hier im hohen Norden wurde es heute früh schon um 4 wieder hell. Und das im September. Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied im Gegensatz zu unseren Breiten. Die Nacht auf dem Nordkap war sehr ruhig, aber kalt gewesen. Da tat das heiße Wasser in den beheizten Sanitäranlagen wirklich gut. Und das Schöne war, wir mussten für nichts bezahlen. Auch nicht für den Parkplatz. Vielleicht weil es Nebensaison war? So, aber jetzt sind wir unterwegs nach Honningswag. Wir brauchen unbedingt Trinkwasser und Lebensmittel. Und die werden wir im dortigen Rema einkaufen gehen. Also, lasst uns aufbrechen zur nächsten Etappe, denn die wird vermutlich sicherlich wieder sehr interessant werden. Also, kommt und seid gespannt! Tja, und hier ist der Rema 1000 von Honningswag. Übrigens gehen wir gerne im Rema einkaufen. Er ist für norwegische Verhältnisse relativ preiswert und gut sortiert. Und wer eine Toilette sucht, ist hier gut aufgehoben. Und dann geht es auch gleich weiter, denn für heute haben wir eine wirklich große Strecke zu bewältigen. Ob wir überhaupt heute unser Hauptziel erreichen, das ist noch eine Frage. Aber wir lassen uns überraschen, uns treibt ja nichts. Wir fahren gerade durch den Nordkap-Tunnel und verlassen damit die Insel Markaroja, auf der ja das Nordkap liegt. Aber seid ihr schon mal durch einen nebligen Tunnel gefahren? Erst dachten wir ja, es sind die Abgase, aber hier fährt so gut wie kein Auto. Was es doch alles so gibt. Wenn man so die Küstenstraße entlang fährt, ist einem kaum bewusst, wo man sich eigentlich genau befindet. Denn eigentlich fahren wir genau auf der Grenze vom Kontinent Europa. Wenn man sich der Tragweite des Gedankens und des Geschehens bewusst wird, bekommt man irgendwie Ehrfurcht für das, was man gerade macht. Und man beginnt die Gegend noch intensiver zu betrachten. Jedenfalls ging es uns so. Und so entdeckten wir diese seltsamen Gesteinsformationen. Man könnte ja glatt denken, irgendjemand hat hier Trockenmauern errichtet. Aber diese übereinanderliegenden Platten, das war die Natur selbst. Schaut mal, sieht das nicht klasse aus? Bei Laxelf verlassen wir die E6 und fahren auf einer Nebenstrecke weiter. Und das war wieder einmal eine gute Entscheidung. Denn sie führte uns teilweise durch das Inland, durch boreale Wälder, Fjells, Berge mit verwunschenen Seen, eben durch sehr, sehr einsame Gegenden.
auch hier sieht man wieder die dreisprachigen Schilder. Ich würde sagen Norwegisch, Samisch und Finnisch. Ob das aber stimmt, keine Ahnung. Doch jetzt haben wir erstmal einen Weg eingeschlagen, der hat schon eher Offroad-Charakter. Aber wir kommen durch, wenn auch sehr langsam. Denn wir wollen einen besonderen Ort besuchen. Ein kleiner, verwunschener Pfad führt uns durch den Wald. Und was für ein Wald, voller Beeren und Pilze und verwunschener Bäume. Also nachts möchte ich nicht hier langlaufen. Aber das wäre vermutlich auch tödlich. Denn wir befinden uns unmittelbar vor einer Schlucht. Die Schlucht heißt Silvaschlucht und sie ist wahrlich eine Augenweide. Die Silvaschlucht soll eine der tiefsten Schluchten Nordeuropas sein. Aber nicht nur das. Irgendwie ist es auch unheimlich gewesen, wie sie sich plötzlich vor uns auftat. Aber sie ist auch wirklich eine Augenweide, schon alleine von der Farbe des Wassers. Das Gewässer hier mündet in den Börselv und das ist einer der lachsreichsten Flüsse des Nordens. Doch jetzt gehen wir wieder zurück durch diesen märchenhaft anmutenden Wald. Ich kann nur jedem empfehlen, der hier vorbeikommt, diesen Stopp einzulegen. Und man braucht auch keine großen körperlichen Anstrengungen, die Schlucht zu erreichen. Wieder geht es durch die Tundra. Es ist eine total menschenleere Gegend. Wir sind immer noch auf der Route 98 und wieder hat sich die Landschaft verändert. Und immer noch gibt es hier kaum eine Behausung. Ich denke mal, diese Gegend hier kann man tatsächlich unter echter Wildnis verbuchen. Nachdem wir nun endlos durch Wälder gefahren sind und es langsam Abend wird, wir aber auch keine Lust mehr zum Fahren hatten, haben wir uns diesen unspektakulär, aber schön gelegenen Parkplatz ausgesucht, um zu übernachten. Außer uns war nur noch ein russischer Lastwagen da, der uns aber nicht störte. Und wie ihr hier seht, hatten wir eine schöne Aussicht. Die letzte Nacht auf dem Parkplatz war super entspannt und jetzt fahren wir gerade über die Tanabrücke. Sie sieht sehr modern aus und ist über Nacht angeleuchtet eine Augenweide. Also solltet ihr hier einmal übernachten, dann besucht es, wenn es dunkel wird, dieses Bauwerk. Ich denke, es lohnt sich. Aber während unserer Überfahrt ist es leider schon am frühen Morgen. Ich melde mich aus dem nördlichsten Norwegen. Wir sind im Nordkap losgefahren und waren jetzt in einem Ort namens Tanabru.
Das war aber nur eine Zwischenstation, wo wir uns entscheiden mussten, fahren wir noch irgendwelche Küstengegenden ab. Wir fahren zwar dennoch mal an die Barentssee, und zwar an die russische Grenze nach Jakobs 11. Deswegen sind wir jetzt von Tanapru in Richtung Kirkenes unterwegs. Und das sind dann auch nochmal gefüllte 2 bis 3 Stunden Fahrt. Wir haben jetzt schon mit Pausen 4 Stunden Fahrt hinter uns durch 300 Kilometer wirkliche Einöde. Noch eine kurze Impression von der Gegend hier. Es ist dünn besiedelt, würde ich mal sagen. Sehr dünn, aber nicht ohne Reiz. Und jetzt geht's in die Richtung weiter. Inzwischen sind wir wieder auf der E6 unterwegs. Und was soll ich sagen? Einfach nur reizvoll. Vermutlich ein wunderschönes Wandergebiet für Abenteurer. Einsamkeit inklusive. An der Kreuzung nach Kirkenes entscheiden wir uns gegen die Stadt. Wir wollen weiter nach Osten. Anhand der Verkehrsschilder lässt sich der russische Einflussbereich nicht mehr verbergen. Auch an diversen Läden sieht man überall kyrillische Schrift. Aber Murmansk wird nicht unser Ziel sein. Wir wollen nach Grenze Jakobself. Schaut mal, Kirkenes, der Schriftzug auf Kyrillisch. Auf der kleinen Nebenstraße 8860 geht es jetzt weiter. Und eines kann ich schon im Vorfeld sagen. Es wird eine, trotz des schlechten Wetters, der schönsten Wildnisstrecken durch Norwegen. Einsam und eindrucksvoll, zumindest zu der Jahreszeit, wo wir hier unterwegs sind. Und obwohl wir wahnsinnig viele Aufnahmen von dieser Strecke hier haben, kann es keine der Kameras hier mit der Schönheit aufnehmen. Wir stehen hier auf einem besonderen Ort, und zwar auf einer der ältesten Gesteinsformationen des Kontinentes Europa. Und vor uns ist der älteste Berg Norwegens. Er ist sage und schreibe 2900 Millionen Jahre alt. Ist das nicht beeindruckend? Und weiter geht es. Irgendwann wird die Huggelpiste zur Schotterpiste und vermutlich werden in einigen Wohnwagen dann die Tassen Polka tanzen. Aber so ist das nun mal auf diesen Straßen. Und schaut mal, der gelbe Pfahl, der uns da entgegenkommt. Das ist der norwegische Grenzpfahl. Und ja, diese Straße ist eine Grenzstraße. Ja, diese Straße ist ein Grenzfall im wahrsten Sinn des Wortes. Und der allgegenwärtig neben uns verlaufende Fluss, der Jakobself, ist der Grenzfluss. Genau in seiner tiefsten Mitte läuft die Grenze entlang. Das Ufer ist russisch. Ach ja, und die Straße scheint wohl videoüberwacht zu sein. Und tatsächlich wohnen hier Menschen, bei denen hinter dem Garten vermutlich Ende Gelände ist. Aber ich denke mal, so streng sieht man das hier nicht. Ich glaube, keinen interessiert es hier, ob der Angelhaken im Fluss auf norwegischer oder russischer Seite eingetaucht ist. Und jetzt endlich! Die kleine Kirche zeigt es uns an. Wir haben Grenze Jakobself erreicht.
Bei einem Gespräch mit einem Einheimischen erfuhren wir, dass Grenze Jakobself nur eine grüne Grenze ist, aber keinen Grenzübergang hat. Noch etwas, was die Kamera euch nicht verrät. Der Eintopf über dem Feuer hat lecker gerochen. So, das war ein Samen mit Kindern zum Kajaken hier und zum Fischen. So, und jetzt ist es Zeit, sich dieser Landschaft um uns herum zu widmen und Grenze Jakobsfeld zu erkunden. Ja, Freunde, das ist das Ende. Am Ende von Norwegen, in Jakobself, weiter geht es nicht. Da auf der anderen Seite, da ist Russland. Und wie ihr seht, der obligatorische gelbe Grenzpfahl von Norwegen. Insgesamt gesehen ist die Grenzgeschichte hier sehr wechselvoll. Wer sich dafür interessiert, kann ja mal selbst nachschlagen. Was diese Denkmäler auf russischer Seite bedeuten, kann ich leider nicht sagen. Die Grenze hier ist auch eine Zeitzonengrenze zu Russland mit 2 Stunden Unterschied. Man kann sich heute gar nicht mehr richtig vorstellen, dass dieses Land das Land der Samen war. Und zwar grenzenlos. Und hier oben wacht man auf norwegischer Seite. Und schaut mal vor dem Kreuz, das Rote, das sind alles Preiselbeeren. Sieht das nicht schön aus? Das kleine gelbe Häuschen hier ist das Pfarrhaus von Jakobself. Das rote Dach gehört wieder zu Russland. Nach Jakobself die Straße ist schon spektakulär schön. Also ich würde es mal sagen, ich habe das erste Mal in Norwegen sowas wie Abenteuer gefühlt. Jetzt nicht, weil die Straße kurvig ist oder sonst irgendwas. Die ist einfach nur schön. Rau, Felsen, Fjell, das, was wir lieben. Tja, und das hier, das ist die Barentssee, auch Eismeer genannt. Einer der Träume meiner Frau, Ulrike, geht in Erfüllung. Ja, das war mein Herzenswunsch, einmal hier zu stehen. Und den habe ich meinem Mann am Nordkap eröffnet, weshalb wir unsere Route vollkommen über den Haufen warfen. Aber es hat sich auch total gelohnt. Und jetzt stehe ich Anfang September in Mütze und Handschuh vor dem Meer und genieße die Wellen. Und ich kann euch sagen, es ist unbeschreiblich schön. Also, ein paar Grad wärmer, könnte man hier schön baden, das ist feinster Sandstrand. Ach ja, was ich erzählen wollte, die letzten Kilometer nach Jakobself ist Schotterpiste. Hatte ich ja, glaube ich, schon erwähnt. Also wenn ihr die Strecke fahrt, zurrt alles fest. Und hier seht ihr jetzt ein paar ganz Mutige. Bei dem eisigen Wind und den Temperaturen hier zu übernachten, das ist schon eine Herausforderung. Übrigens sind hier auch Toiletten vorhanden. Ich könnte hier stundenlang stehen in der Brandung der Barentssee lauschen. Mehr Norden geht nicht. Hier ist Europa zu Ende. Ich kenne die Wellen am Mittelmeer. Ich kenne die Wellen vom Atlantik. Jetzt kenne ich auch die Wellen der Barentssee. Hat irgendwie was Erhebendes hier zu stehen. Ich sage das ganz ehrlich, es ist mir nicht ganz egal und es ist kein Punkt wie jeder andere. Es ist schon was Besonderes. Ja, dieses gottverlassene Meer hat schon etwas Magisches. Aber das kann man nur richtig beurteilen und fühlen, wenn man selbst davor steht. Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, dass hier früher einmal Eisbären waren und Robben sich auf den Felsen tummelten? Und die Ureinwohner hier in kleinen Booten auf Waljagd gingen, die Menschen hier mit den Urgewalten um ihr Leben kämpften.
Das ist der Friedhof von Jakobself. Eigentlich wollte ich zu dem Kirchlein da hoch, aber kam man da bis hoch an die Kirche auf dem Weg, oder? Nee, der war zu. Ja, irgendwie muss man da reinkommen. Naja, und während mein Mann nach dem Weg zur Kirche suchte, habe ich mir den Friedhof ein wenig genauer angeschaut. Und der war nicht ganz uninteressant. Ein russisch-orthodoxes Grab stach einen gleich zuerst ins Auge. Und dann diese alten Gräber. Das Datum des Todes, das wusste man. Jedoch das Geburtsdatum schien unbekannt. Und bei diesem wusste man nur das Jahr. Guckt mal, so alt ist das Kreuz schon. Neuere Grabstätten habe ich aus Pietätsgründen nicht fotografiert, denn der Friedhof ist noch intakt. Doch jetzt geht's zur Kirche. Mein Mann hat den Weg gefunden. So, jetzt haben wir den richtigen Eingang gefunden. Und was das wieder für ein schöner Weg war. Die dem König Oskar II. Gewidmete Kapelle ist eine evangelisch-lutherische Kirche. Aufgrund ihrer exponierten Lage war sie weithin vom Nordmeer zu sehen. Früher war sie einmal weiß angestrichen und war gleichzeitig ein Seezeichen für die Schiffe. Mal gucken, ob sie offen ist. Und wie man sieht, leider nicht. Also schauen wir uns das Ganze von außen an. Aber warum eigentlich baute man ausgerechnet hier eine Kapelle? Der Sinn dahinter war, es sollte eine Grenzmarkierung sein und den Streitereien der norwegischen und finnischen Pelztierjäger und Fischern ein Ende setzen. 1869 wurde sie von einem Bischof geweiht. Zugehörig zur Kapelle ist das kleine gelbe Pfarrhaus, was wir vorhin schon gesehen hatten. Erst 1873, nachdem König Oskar II. Die Kirche besuchte und Gottes Wort vernahm, bekam sie ihren heutigen Namen. So viel also dazu. Wie wir auf dem Rückweg waren und uns noch ein bisschen umschauten, sahen wir dann das hier. Alles voller Rehe. Und irgendwie hatte es auch den Anschein, als ob sie wild wären. Man konnte keine eingeritzten Ohren erkennen. Vermutlich war es eine grenzüberschreitende Herde. Wie gesagt, zahm waren sie nicht, denn sie ergriffen ziemlich schnell die Flucht. Und so konnten wir nur diese Bilder machen. So, und jetzt stehen wir vor einem wirklichen Grenzübergang. Wer da fälschlicherweise auf YouTube oder im Internet Informationen findet, Jakobself, da ist kein Grenzübergang, da ist kein Schlagbaum, da steht keine Natascha mit der Pelzmütze und der Kalaschnikow, da ist einfach nur die Straße zu Ende. Ich drehe mal die Kamera und zeige euch mal, wo der Schengen-Raum endet. So, das ist die Schengen-Border, die Grenze von Norwegen. Tja, und hier ist für uns Ende Gelände. Aber irgendwie schien der Grenzverkehr hier ziemlich entspannt zu sein, denn bis zu uns drang lautes Gelächter. So, wir sind jetzt so ziemlich auch an den nördlichsten Punkten unserer Reise angekommen. Die haben wir jetzt abgegrast. Von jetzt an geht es nur noch Richtung Süden. Wir haben unsere Reisepläne wieder komplett umgeschmissen. Und wie komplett wir unsere Pläne wieder mal umgeschmissen haben, das verraten wir euch im nächsten Teil. Also, sollte euch unser Film wieder gefallen haben, hinterlasst einen Daumen nach oben. Wenn ihr auf den Laufenden bleiben wollt und wissen wollt, wie es weitergeht, dann abonniert unseren Kanal. Also, bleibt uns gewogen.
und ich denke mal, wir sehen uns wieder unterwegs. Denn unser Weg bis nach Hause ist noch lang. Also, tschüss und bye bye.